Dann gehen wir uns mal prügeln unterhalb. Unterhalb nebenan vom Etablissement. Uah, ich klitsche aber auch immer an den Wänden fest. Meine Idee ist, ihn rauszulocken. Das ist zu riskant. Das Problem. Ich möchte das nämlich zum Zwei-Punkt-Time ausprobieren. Nummer eins, ich bin faul, ich will mich nicht alleine mit dem prügeln, um daran zu kommen. Ich kann halt auch keinen Taschendiebstahl mehr lernen, ne? Dass es nicht riskant ist, um an den Schlüssel wahrscheinlich zu kommen, den ich brauche, um da hinten irgendwo rauszugehen. Und ich will den nicht alleine niederprügeln. Und das andere ist, mich interessiert es dadurch, dass ich jetzt den Streit nicht provoziere, er aber ein Bandit ist und theoretisch gesucht wird, ob die Leute mich gleich angreifen in der Stadt oder ob sie mir helfen. Weil er als Bandit gefleckt ist. Getaggt. Ihr wisst, was ich meine. Testen wir das. Steck die Waffe weg! So ist es gut. Steck die Waffe weg! Da bist du an den Falschen geraten. Deshalb mag ich diese Ansicht nicht. Da läuft man immer so ein bisschen langsam, ne? Wir sind noch nicht fertig! Ja, ich komme auf jeden Fall nicht aus der Tür raus. Ein bisschen problematisch, ne? Bleib stehen! Leute. Hallo. Willst du mir helfen? Runter mit der Waffe! Und siehst er? Du, geht doch! Und. Ach, der ist weg. Der kam nicht hinterher, wartet. Ist wieder reingegangen. Ich habe halt nicht, es ist ja kein Kampfgedöns, weil ich ja keinen Stunk machen konnte. Ach, kommst du doch zurück? Oh nein. Oh nein. So schnell laufen. Bleibst du wohl stehen? Hi, kommst du? Danke. Sensibel? Bleib stehen! Hilft er mir? Ach, kommst du doch zurück? Jetzt beginnt der Tanz. Bleibst du wohl stehen? Bleibst du wohl stehen? Nee, es ist als Kampf deklariert, nehme ich mal an. Weil die wollen zugucken. Bleibst du wohl stehen? Was der für eine Rüstung hat. Selbst die Bolzen ziehen hierher kaum was ab. Bleib stehen! Weiter. Und sie schreien weiter. Also es ist als Kampf. Hinterlegt. So, trifft er mich nur einmal, war es das, ne? Bleibst du wohl stehen! Aber nicht so viel Bolzen für ihn, ne? Weiter! Bleibst du wohl stehen! Nö. Das war etwas zu hoch. Ich sehe schon, wie ich gleich da hinten jemanden treffe. Die Fresse. Bleibst du wohl stehen? Das ist hier jetzt im Kreis, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder? Achtung! Wir sind noch nicht fertig! Aha! Jetzt geht's rund! Ich habe die gestört bei ihrem bleibst du wohl stehen? Zweiwöchigen Techtelmächtelchen da hinten. Bleibst du wohl stehen? Das bringt doch nichts. Das bringt sehr wohl was, Upsila. Das ist echt das Letzte. Das ist, sie sagt, das ist echt das Letzte, rennt aber hier hinterher, ne? Ah, da waren Kisten im Weg. Bleib stehen! Wir sind noch nicht fertig. Wie verschwende ich noch mehr als bei allen anderen? Wir sind noch nicht fertig. Was hier das Bolzengedöns angeht. Bleib stehen. Hm. Muss wundern. Endlich passiert hier mal was. Wundert er sich nicht, wo bleibst seine du wohl stehen? Sind? Los, hinterher. Nein.
Jetzt ist es passiert, wo ich mir gedacht habe, oh ja, okay. Jemand anderen getroffen. Okay, der hat aber, also entweder eine richtig krasse Rüstung an oder sehr viele Lebenspunkte oder einfach beides. Da bist du an den Falschen geraten. Das kann gut sein. Wir sind noch nicht fertig. Naja, ich warte ja auch hier auf dich. Ich prüge mich doch nicht. Bleibst du wohl stehen? Etablissement. Oh je. Oh je. Jetzt bleib stehen! Tanz. Ja! Na, die aber auch rankommen, ne? Wir sind noch nicht fertig. Bleibst du wohl stehen? Wie, hör auf jetzt? Er hat doch. Na, er hat nicht angefangen. Ich habe wirklich angefangen. Ohne zu provozieren. Bleibst du wohl stehen? Aber ich brauche einen Schlüssel und Taschendiebstahl kann ich nicht mehr lernen. Schluss mit der Langeweile! Bleib stehen! Dein Kampf. Wenn ich das gewusst hätte, ne? Schluss mit der Langeweile? Der Kack eiert mich hier nicht. Wir sind noch nicht fertig! Mach schon! Bleibst du wohl stehen? Bleibst du wohl stehen? Bin stehen geblieben, das wollte er. Okay, das ist ein Wir sind noch nicht fertig. Brutal. Wenn die jetzt hier so stehen, ne? Wow. Wir sind noch nicht fertig. Ich sehe das anders. Bleibst du wohl stehen? Nö. Bleib stehen! Das war ja schon wieder knapp, ne? Das bringt doch nicht. Na, da kommt gleich der Kistenhaufen. Wir sind noch nicht fertig! Hör auf! Wieso soll ich immer aufhören? Ich brauche den Bleib Schlüssel. Bleib stehen! Er kann mir ja auch einfach die Tür öffnen. Es gab da keine Auswahlmöglichkeit. Wir sind noch nicht fertig. Wahrscheinlich, weil ich halt auch überhaupt kein Bandit bin. Oh toll, ein Kampf! Bleib stehen! Das ist natürlich ein bisschen problematisch, ne? Bleibst du wohl stehen? Mach schon! Achtung, Wache. Auf die Fresse! Bleib stehen! Bleibst du wohl stehen? Jetzt beginnt der Tanz. Der Tanz beginnt hier jedes Mal schon. Wir sind noch nicht fertig. Bleibst du wohl stehen? Bleibst du wohl stehen? Ach, meine, ich gehe jetzt immer noch mal ein bisschen näher ran, damit ich nicht so krass mich verziehe. Wir sind noch nicht fertig. Wenn ich nicht mehr so viel Bolzen habe, ne? Aber theoretisch sollte es gar nicht schlimm Wir sein, sind dass noch er nicht stirbt, weil die anderen Banditen sind ja schließlich auch erledigt worden. Ja, hier kenne ich Wir sind noch nicht fertig. Den Weg nicht so gut. Muss ich mich da immer umdrehen. So, hier geht's runter. Nee, das ist kein Kampf. Diese Bleib stehen! Wollte ja gerade springen. Ich habe mich gerade erschrocken, weil ich dachte, der springt auf mich rauf. Achtung, Mauer, da lang. Wir sind noch nicht fertig. Oh. Nicht getroffen. Da war ich wohl eine Stufe unter dir. Oh je. Oh je, das sagst du aber laut. Bleibst du wohl stehen? Ich kann es nicht mehr sehen. Hör auf. Ich habe nur 9 Bolzen. Bleibst du wohl stehen? Oh.
Bleibst du wohl stehen? Die Frage ist, kann ich einmal speichern? Wow. Wir sind noch nicht fertig. Weil ich würde gerne wissen, ob ich noch einen Schuss habe. Das hat er nicht verdient. Weg mit dem Ding! Er hat ihn einfach so ermordet. Okay, ich sollte ihn eher ermorden. Kanalisationsschlüssel hätte ich. Das heißt, er ist... Wenn ich ihn mit der Axt gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich auch umgekippt, weil er quasi als Gegner gilt. Aber warum? Wenn... Das war ja meine Aufgabe, ihn ermorden, ne? Scheinbar stand er gerade abgeschlossen. Aber warum gehen die Wachen nicht auf ihn? Weil diese haben ja schließlich auch die anderen Banditen getötet. Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Ja, dachte ich mir. Ich hab den Schlüssel. Ich würde mal vor kurz die Duties hier einsammeln, weil jetzt habe ich ja den Schlüssel. Ob das geht oder ob ich erst die Tür öffnen muss, das kann natürlich auch sein. Probier's woanders. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ich habe deine Brüder geholt. Sehr gut. Wir werden uns bereit machen. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. Erkläre ich Ihnen nicht, wie man da hinkommt? Klar, die Tür geht nicht mehr zu, weil ich habe das jetzt geöffnet, aber theoretisch hätte ich doch noch sagen sollen, falls ich jetzt nicht da gewesen wäre. Ja, ein Bolzen von mir rum. Ihr müsst den Schalter bei einem Bild betätigen und dann könnt ihr hier raus. Gut. Dann halt nicht so. Frage ist, wer ist das jetzt der Ausgang? Und was ist nicht der Ausgang? Oder es gibt zwei. Kann natürlich auch sein. Finde den geheimen Zugang zur Stadt. Da. Also hier kann man halt wirklich raus. Und bevor ich nachher den Schlüssel abgeben muss, will ich die Tore ganz gerne öffnen. Oh. Gibt's ja Geld? Ich würde auch Bolzen nehmen. Ja, ein bisschen. Ist nicht so viel, ne? Nee, eigentlich gar nichts. War nur der eine Schrank. Nicht jetzt? Der Raum ist abgeschlossen. Dafür gibt es hier noch was ich nicht sehe. Nö. Doch, wartet. Dahinter ist auch noch was. Hier. Das habe ich doch gerade gesehen. Da ist doch ein Raum hinter. Kann ich den Schrank schieben? Da geht's rein. Lang. Schieben geht nicht. Irgendwas anderes machen geht nicht. Ja! Ja! Hey, komm, ich habe eine Holzfäller-Axt. Ist hier irgendwo ein Bild? Der Kerzenständer? Eine Fackel? Eine Kerze. Das macht mich fertig, ne? Das, weil ich gerade gesehen habe, dass da hinten was ist. Wollte schon sagen, hier glitscht.
was, aber da kann man lang. Ist das jetzt hier ein besonderer Stein? Der Club stoch ein bisschen raus. Nee. Frage ist, wird es angezeigt oder nicht? Ich nehme an, wird nicht angezeigt. Aber bei dem Bild wurde es auch nicht angezeigt. Der Stein vielleicht? Nee. Ja, außerhalb irgendwas? Fackel? Ziehen? Also... Nein! Ich sehe, dass da ein Raum ist und dass hier ja scheinbar richtig viele Geheimtüren gibt. Da sind sie. Nicht hier irgendwas machen? Ich überlege gerade, ob ich noch mache wegen dem Schürfen. Weil es irgendwas Magisches gibt, was ich mir irgendwie organisieren könnte oder so. Wie viel? Zeig mir, wie man schürft. So, dass ich so essentielle Dinge halt hätte. Das würde ich machen. Du kannst Gold und Eisenerz. Gibt es auch magisches Erz? Gold. Das sind aber 5 Lernpunkte. Schmieden würde ich ja nicht. Ja, nee. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Der Weg nach draußen durch den Tunnel ist frei. Sehr gut. Wir sehen uns die Sache mal an. Eine Sache noch. Wenn wir erstmal draußen sind, werden wir unser Lager am Strand vor den Stadtmauern aufschlagen und uns ausruhen. Also wenn du 3 gute Schatzsucher suchst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Ich werde es mir merken. Gut, wir machen uns mal vom Acker. Bis später. Also ob ich mir das merke, weiß ich nicht, aber ich könnte dann noch immer schürfen lernen, wenn ich es dann doch brauche. Du bist aber nicht mein Problem mit der Tür da hinten. Nicht Tür, Durchgang. Ist hier irgendwas? Nö, und hier ging es ja hoch zum Don. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt alle Steine abklopfen soll. Könnte halt ein Stein sein, ne? Weil es hier so gemauert ist ein bisschen. Ich hätte ja gedacht, das ist daneben, aber ich... Die hält echt nicht auf, die Tür. Sieht jetzt auch nichts irgendwie anders aus. Ich habe jetzt ja natürlich auch kein Bild gesehen. Hier oben drauf vielleicht. Ja, jetzt hänge ich wieder fest. Was ist, wenn ich mich da hochziehe? Ach, da will er sich nicht hochziehen. Das ist hier ein Stein, der auf dem Boden liegt. Also ich sehe nichts Logisches, wo man irgendwie drauf drücken müsste oder dran ziehen müsste oder so. Ich habe mich nämlich schon weil in dem Raum ist ja nichts. Das heißt, hinter dieser geheimen Schrankdings muss was sein. Was ich jetzt nur gesehen habe, weil ich da lang gesprungen bin. Also ab sofort überall komisch lang springen. Aber woanders wollte er nicht drücken, ne? Mir geht's gut. Und dir? Hier kann ich nicht nochmal raufdrücken. Ist halt auch so ein Schrank, der hat sich dann wegbewegt. Nee. Sie weiß nichts davon.
Ich gehe erstmal zu Carlos. Vielleicht hätten mir aber die Banditen das natürlich geöffnet. Weil das vielleicht ein extra Raum für die Banditen ist, ne? Mal gucken. Ich gehe zu Carlos. Ich glaube nicht, dass er mir den Schlüssel wegnehmen wird. Ach, ich habe es eh geöffnet. Und rein theoretisch dürfte ich ja, ich habe mich ja angeschlossen, nur weil ich keine Klamottennamen habe, kann ich doch jetzt eigentlich rein und rauslaufen. Ich bin ja dann nicht mehr unbekannt. Oder werde ich dann trotzdem noch in die Vulkanfestung geschmissen? So, ne. Gute Frage. Ein Ordenskrieger sein. Weil mit den Banditen habe ich es mir jetzt verscherzt, ne? Ein Ordenskrieger? Nö. Dann lieber Banditen. Ah, gut, dass du da bist. Mhm. Sprich, wie sieht's aus? Ich habe da so einige Gerüchte gehört. Was für Gerüchte denn? Wegen der Banditen des Don. Scordo, der Anführer der Bande, hatte diesen Schlüssel bei sich. Das Ding sieht aus, als könne man damit in die Kanalisation eindringen. Verdammt! Hab ich's doch gewusst. Sie haben einen geheimen Tunnel gegraben. Und die goldenen Artefakte wurden genau durch diesen Tunnel aus der Stadt geschmuggelt. Ja. Dieses elende Pack von Verbrechern. Ich will gar nicht wissen, was uns schon alles durch die Finger geschlüpft ist. Gut gemacht, Kleiner. Hier, diese Belohnung hast du dir redlich verdient. Den Schlüssel? Ich wollte gerade sagen, ich habe den Schlüssel abgegeben und wiederbekommen. Der Anführer Scordo wird diese Stadt nicht mehr behelligen. Das sind die besten Neuigkeiten seit langem. Ich muss sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Aber nun denn, du scheinst was ganz Besonderes zu sein. Du hast uns in dieser Stadt einen sehr großen Dienst erwiesen. Wenn ich etwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Wir wissen, wie die Tür da aufgeht. Das steht halt jetzt mit meiner Ausbildung, aber ich will nicht Ordenskrieger machen. Wie sieht's mit meiner Ausbildung in der Vulkanfestung aus? Ich denke, du bist jetzt soweit, junger Mann. Ich werde dir meine Empfehlung geben, wenn du es wünschst. Wenn ich es wünsche, okay, ist eine Sicherung drin, falls man das jetzt nicht machen wollen würde. Ich speichere sicherheitshalber, nicht, dass ich jetzt was Falsches mache. Lass mich meine Ausbildung in der Vulkanfestung beginnen. Das werde ich tun, denn du hast nicht nur deine Loyalität unter Beweis gestellt. Auch Meister Belschwur hält große Stücke auf dich. Ja. Alle Achtung! Das schaffen nicht viele. Nimm dieses Empfehlungsschreiben von mir. Du hast es dir verdient. Damit wird dich kein Ordenskrieger mehr außerhalb der Stadt behelligen. Geh damit rauf in die Vulkanfestung und lass dir alles Weitere erklären. Man wird dich fragen, ob du den Weg des Magiers wählst oder doch lieber Ordenskrieger werden willst. Deine Wahl entscheidet über dein weiteres Schicksal. Wähle also weise. Nun denn, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Okay, ich kann es jetzt auswählen mit dem Empfehlungsschreiben. Dum 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 dum. Ich würde mal ganz kurz noch zu Meister Belschwur gehen und mit ihm reden. Aber wieso ist das so schwer? Man muss doch für ihn nur Heiltränke verteilen und danach Martha ein trockenes Bett geben. Ich hätte sie wahrscheinlich auch in Gregs Hütte schlafen lassen können. Wenn ich sie da schon gehabt hätte, oder? Nehme ich mal stark an. Mal schauen, ob ich mit ihm reden kann. Und dann gehe ich raus Richtung Vulkansfestung. Da bin ich noch gar nicht hingegangen, weil es hieß, näher dich dir nicht. Sonst buchten die dich ein und kriegst eine Gehirnschwäche. Ja, das auch. Eine Gehirnwäsche. Ja. Obwohl schwachsinnig ist, das alles zu machen, wenn ich Ordenskrieger werden möchte, weil dann kann ich ja direkt mir meine Gehirnwäsche abholen, oder? Also wenn das so stimmt, wie es gesagt wurde. Ja, lass gut sein. Ja, okay. Dann gehen wir raus. Und ich will wissen, was nehme ich da hinten jetzt raus? Es soll mich ja keiner mehr behelligen, oder muss ich durch den Durchgang raus? Kann beides sein, ne? Ich überprüfe das jetzt. Ich hätte auch den anderen Weg noch lang gehen, allein um, da war ein Strand.
das mir anzuschauen und abzusuchen, aber ich teste das jetzt direkt. Lass mich raus. Nun lass mich vorbei. Jawohl. Ohne, dass ich diskutieren musste? Ja, okay. Vulkanfestung. Da hoch, oder? Ab hier müsste es runter zu dem Strand jetzt gehen. Zu dem Abschnitt. Ich guck mal ganz kurz mir das noch an. Und dann geht's zur Vulkanfestung. Außer mir kommt jetzt irgendwas entgegen und ich sterbe. Instant. Da sind diese komischen Schmetterlinge. Ich habe nur noch 8 Bolzen. Krallenfalter. Wie gut, dass ich einfach nichts abziehe. Sehr praktisch. Oh, shit. Hilft mir die Torwache hier nicht? Dafür müsste ich schon Richtung Torwache, ne? Ich krieg dich, du Schwein. Dann krieg mich mal, du Schwein. Danke. Oh, ich hab ihn getroffen. Das hält mir aber auch immer wieder. Aua, jetzt hat er mich auch angegriffen. Sollte reichen. Okay, ich muss echt aufpassen. Ich habe gedacht, ich hatte ja, glaube ich, schon mal jemand aus Versehen angestützt gehabt. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht reagiert er nicht drauf. Aber vielleicht war dreimal auch einfach zu viel, dass ich da angestützt habe. Ach, shit. Hat das jetzt hier echt automatisch gespeichert? Ja. Ja, wer ist nicht aggro auf mich? Du hast den nicht drauf. Wollte es aber erledigen, ganz gerne. Naja, gut. Die Welt sind da ein bisschen zu stark dafür, dass ich noch nichts kann. Ich würde einfach mal zur Vulkanfestung latschen. Ich meine, die warten ja eh da unten. Da muss ich noch irgendwann alles absuchen und herausfinden, wie man diesen Schrank wegschiebt. Vielleicht kommt man da aber auch anders hin, weil ich habe ja, der eine Schrank hat sich weggeschoben gehabt in Dons einen geheimen Raum da, in dem Haus. Von der anderen Seite, wo ich diesen mega auffälligen Schalter gedrückt hatte. Vielleicht ist das ja das Gleiche, dass es von der anderen Seite zu öffnen geht. Das zeigt, der Raum, krass, ne, der Raum ist abgeschlossen und da war halt nichts. Hatte ich eigentlich gehofft, dass es da was geben wird oder geben könnte. Naja. Naja, gut. Da lang. Oder? Und dann hier irgendwie hoch. Ja, das. Da ist schon ein Turbo. Uah! Ja, Vulkanfestung. Hi. Danke. Hey, du.
Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Solange du hier draußen rumläufst, bist du ein Plünderer. Also geh besser nicht zum Hof. Da steht Severin. Das ist einer von den Wachen des Inquisitors. Wenn er dich sieht, wirst du sofort verhaftet. Aber ich darf doch. Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Mhm. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Mal wieder? Das ist nicht mein Ding. Ich pass hier nur auf. Wenn Danke. Du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Nee, du hast auch gerade gesagt, ich soll nicht zu ihm. Obwohl ich ja, ne? Ich habe einen Freifahrtschein. Ich komme aus dem Gefängnis Freikarte. Aber okay. Ich find, hier ist nochmal eine Sicherung drin, hätte ich nicht gedacht. Aber wahrscheinlich, wenn du mit zwei Leuten nicht redest, die es dir am Anfang erzählen, dass du eingebuchtet werden kannst, ist hier nochmal eine Sicherung da. Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Nautilus, Verwandlung? Ich musste einfach. Ich hätte auch das Gold nehmen können, die Verwandlung, es war besser. Ja, ich hab zwei. Schön. Ja, okay, den Wolf hätte ich hinbekommen. Das war ein hungriger Wolf, aber ich war mir jetzt nicht ganz so sicher, was hier gleich passiert. Ja, hier sind Ruinen. Ich dachte, hier geht's zur Vulkanfestung hoch. Oder geht es hier nur zu einer XXL-Ruine? Da stand doch auch Vulkanfestung, oder? Ja. Da hinten sehe ich ja schon wieder irgendwelche Sachen rumfliegen, ne? Ich habe doch noch nichts gelernt. Einen Bogen hier machen. Münze. Weiß ich doch, einen Tee kochen möchte irgendwann. Hey, die fühlen sich nicht getriggert, scheinbar. Ich höre hier irgendwas. Ein Gebüsch. Nimm das mit, man kann nie wissen. Das ist der Hof, den er meinte. Aber man, er hat gesagt, lass dich nicht erwischen. Wahrscheinlich damit du mit niemandem redest. Weil ich kann ganz gechillt dran vorbeilaufen. Mir wurde jetzt nichts gesagt. Da ist einfach so eine Kiste, ja? Nee, das sind Goblins. Nicht Goblins. Boah, Hilfe. Jetzt überlegen, wie ich... Ach, Mensch. Langlaufe. Ich wollte doch einfach nur so Vulkanfestung. Ist das jetzt euer Ernst? Ich glaube, der stirbt gleich, davon abgesehen. Oha. Das ist es, Severin. Gefunden. Gut, da gehen ja wohl so einige Punkte flöten, ne? Du hast es einfach nicht drauf. Hey, ich hab geblockt. Noch einer. Ah, ein Plünderer! Nix da. Ich habe ein Empfehlungsschreiben von Kommandant Carlos. Was? Tatsächlich? Zeig her. Nichts da. So, so. Na, da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Hier, hast du dein Schreiben zurück. Ich bin Severin. Dieser Hof untersteht meinem Befehl. Halte dich von den Gebäuden fern und fang keinen Streit mit meinen Leuten an. Wenn du das beherzigst, wird sich niemand in deine Angelegenheiten einmischen. Klare Worte. Misch dich.
Misch dich nicht in meine ein, dann mische ich mich auch nicht in deine ein. Wie steht's mit den Ruinen? Hier sind zwei hochgekommen. In beiden waren wir drin und haben uns geholt, was wir brauchen. Die obere ist allerdings mordsgefährlich. Einer der Novizen hat dort den Tod gefunden. Schön für euch. Und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Außerdem kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Aber wenn du dich in den Ruinen umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings. Diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält. Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen. Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Sicher, dass es die Gnome sind? Ich muss bei den Gnomen das Nest finden, weil ich noch Schrott einsammeln soll. Kann ich dir bei deinem Gnomproblem helfen? Vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe, nördlich von hier, niedergelassen. Ach. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Das sind 20 Schritte, mein Lieber. Es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Natürlich. Die Dinger sind überall hochgekommen. Ein weiterer Trupp von uns ist im Westen unterwegs, um die Artefakte der Ruinen dort zu bergen. Rudolf mit seinen Jungs. Ich habe aber schon ewig nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Lass mich raten, das soll ich auch herausfinden. Also erstmal hier. Ich werde deine diebischen Gnome erledigen. Das ist die richtige Einstellung. Ein Mann der Tat wird hier immer gerne gesehen. Viel Glück und lass dich nicht beklauen. Ja, das mache ich dann in 10 Jahren. Ich könnte herausfinden, wie es Rudolf und seinen Jungs geht. Das wäre natürlich großartig, aber sei vorsichtig. Die Gegend im Westen ist gefährlich. Wenn ich könnte, würde ich dir Verstärkung mitgeben. Aber du siehst ja selbst, ich habe hier schon genug Probleme. Ich auch. Ich kann dir nur viel Glück wünschen bei der Suche nach ihm. Ja, ja. Ich mach das schon. Ha, das nenne ich Tatendrang. Dann geht's doch nicht gut. Wo genau könnte sich Rudolfs Trupp aufhalten? Es gibt dort eine kleine Ruine im Westen. Sie liegt noch vor dem großen Sumpf, in dem sich die Banditen versteckt halten. Könnte mir gut vorstellen, dass Rudolf dort in der kleinen Ruine nach Artefakten graben lässt. Aha. Bin mir aber nicht sicher. Er könnte überall im Westen sein. Mhm. Okay. Ich muss die Sachen machen. Ich habe hier so viel Punkte ja jetzt nicht. Komm zu glauben. Gehe ich jetzt auf Nummer sicher, nehmen Heiltrank oder nicht? Die sind halt direkt da oben, die Gnome. Ich mag Goblins sagen, ne? Ist bestimmt geklaut, wenn ich die Fackel nehme. Ich probiere der ganzen Geschichte erstmal auszuweichen. Das sind noch Wildschweine. Wenn ich mir doch auf dem Weg bleibe und einfach schnell laufe, rennen geht leider nicht. Nur ein Stückchen kann ich rennen, aber weil wir die ganze Zeit so ein Jogging-Tempo, glaube ich, haben. Ich glaube nicht, hier geht's hoch. Da, da ist doch schon eine Festung. Sieht doch so aus. Ich mache das dann irgendwann später, die Aufgaben, ne? Wer hat mich jetzt leider angesprochen gehabt? Weil ich nicht ganz so Gutes gehandelt hatte mit den Kreaturen, die hier waren. Sonst hätte ich mich einfach dran vorbei sneaken können. Ist das hier? Eine Ausgrabung. Oder? Ein kleiner Teich auf jeden Fall. Und da sind ein paar Motten. Und hätte jetzt gedacht, eine kleine Ruine, weil da irgendwelche Säulen waren. Nein, ich will jetzt nicht spielen. Hey, warte mal. Ich habe gesehen, wie du den Berg raufgekommen bist. Ach, wirklich? Und? So wie du aussiehst, hast du hier draußen nichts zu suchen. Boah. Willst du mir Ärger machen?
Nee, Mann, ich nicht. Wenn Santiago dich sieht, kriegst du schon mehr als genug Ärger. Okay, hier ist noch meine Sicherung, wenn man es geschafft hat, ordentlich am Bauernhof vorbeizugehen. Was ist mit Santiago? Er gehört zur Inquisition. Das sind harte Kerle. Der steckt dich ohne zu fragen in die Vulkanfestung. Hab ich gehört. Was passiert in der Vulkanfestung? Sie ziehen dir einen Rock an, drücken dir einen Stab in die Hand und lassen dich trainieren. Und dann darfst du noch den Hof fegen oder Wache schieben. Tja. Und die Scheiße dabei ist, du kriegst nicht mal ein kühles Bier. Alles, was es in der Vulkanfestung gibt, ist ein alter, verschlossener Weinkeller. Hier, trink mal einen kühlen Schluck. Ist das etwa ein Bier? Bitte. Er kann aber auch probieren. Mann, tut das gut. In den Weinkeller Danke. Einzubrechen. Also, es gibt einen Weinkeller. So schlimm kann es schon nicht werden. Tja, ganz wie du meinst. Dann geh zu Santiago und lass dich rekrutieren. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Naja, du gehst einfach runter zum Bauernhof, die regeln das. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Er kann noch zu den Banditen. Von welchen Viechern sprichst du? Mit den Ruinen sind gefährliche Viecher aus dem Boden gekommen. Das sind Monster. Nein. Inzwischen treiben sie sich überall auf der Insel rum. Sogar hier. Hier? Ich sehe keine Monster. Ja, weil sie sich verstecken. Sie sind schlau. Bösartig schlau. Aber ich habe sie schon oft gehört. Irgendwo hier in der Nähe lauern sie. Lass mich raten, ich muss das erledigen. Das ist zu riskant. Okay, ich kann leider keinen Taschendiebstahl machen. Ich hätte das mal noch eins hochleveln sollen. Da hinten geht's auch noch irgendwo rein. Lang. Ach nee, ist nur eine Mauer. Ich stehe trotzdem lang, danke. Rede ich mit der Arschbacke hier. Na, wen haben wir denn da? Sag ich du ja. Du siehst mir aus wie ein Herumtreiber. Sag ich ja. Und das Herumtreiben auf der Insel ist verboten. Nein. Also wenn du mir keinen vernünftigen Grund nennen kannst, warum du hier bist, wirst du rekrutiert. Ich komme direkt auf dich zu. Glaubst du, das würde jemand machen, der Bock hat? Nicht, also, lass mir das. Rekrutiert? Warum? Auf Befehl des Inquisitors haben sich alle Männer und Frauen in der Stadt zu versammeln und dort zu bleiben. Jeder, der außerhalb der Stadtmauern aufgegriffen wird, ist unverzüglich einzusperren. Und aufgrund der jüngsten Ereignisse werden alle Gefangenen hier in der Vulkanfestung zu Rekruten ausgebildet. Ja, habe ich gehört. Ich kann sagen, ich arbeite für den Don. Ich arbeite doch gar nicht mehr für den Don. Bestechen? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ist das so? Das kannst du Meister Pallas in der Vulkanfestung erklären. Ich bringe dich direkt mal zu ihm. Ich dachte halt, bevor ich nachher Rekrut werde, ich sag das mit dem freiwillig. Das war ja instant. Ich durfte nicht selber durchlaufen. Hi. Aha, ein weiterer Rekrut. Nein. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Nein. Das ist eine Verwechslung. Ich kann das erklären. Ja, ja, spar dir dein Gejammer. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich dachte, ich probiere das mal, aber okay. Ich habe mich freiwillig gemeldet. So? Dann hast du bestimmt etwas mitgebracht, das du vorweisen kannst, nicht wahr? Kuhköpfe? Immer. Du kannst dich halt richtig auch rausreden noch, ne? Aber ich mache das jetzt mal nicht. Ich habe Angst, dann doch nachher Ohrenskrieger zu werden. Ich habe diesen Brief von Carlos. Aha, ein offizielles Schreiben. Dann lass mich mal sehen. Es kann ruckzuck gehen. Belschwur. Ja. Ach, so ist das. In der Stadt gearbeitet. So. Verstehe. Sehr schön. Männer wie dich können wir gut gebrauchen.
Wofür? Das kannst du dir selber aussuchen. Entweder du wirst Rekrut und wir machen dich zum Ordenskrieger. Oder? Wenn dein Wille stark und dein Geist offen ist, wirst du Novize. Und wir machen einen Magier aus dir. Aber wie du dich auch entscheidest, erst wirst du die Grundausbildung absolvieren. Quest abgebrochen, sprich mit Meister. Aber, okay, aber der Meister Ilmur ist ja hier in der Dings. Okay, aber war es wahrscheinlich eine Quest noch von den Banditen war, oh Gott. Was ist die Grundausbildung? Man wird dir die Grundlagen des Stabkampfes beibringen. Sobald du sie absolviert hast, werden sich die Meister um deine weitere Ausbildung kümmern. Mhm. Egal, welche Richtung du einschlagen willst. Okay. Was erwartet mich als Magier? Das Studium der Magie ist anspruchsvoll und voller Entbehrungen. Fleiß, Geduld und Übung sind die Eigenschaften, die du mitbringen musst. Geduld? Und du wirst deine kämpferische Ausbildung vernachlässigen, denn das Studium verlangt deine volle Konzentration. Dein Lohn jedoch ist mächtig, denn wir gewähren dir Zugang zu allen Zaubersprüchen. Alle? Ich will nur noch als Fleischschwanze rumlatschen. Nautilus. Habe ich noch nicht ausprobiert, das ist aber bestimmt cool. Was heißt es, ein Ordenskrieger zu sein? Jeder Ordenskrieger lernt den Kampf mit dem Stab und die Grundzüge der Magie. Ein ausgebildeter Ordenskrieger ist nicht nur auf seinen Stab angewiesen, sondern versteht es auch, machtvolle Kampfsprüche zu wirken. Ich entscheide mich für den Weg der Magie. Dann geh nun in den Raum nebenan. Dort erwartet dich bereits der Novize Taylor. Er wird dir eine Robe geben und dir alles Weitere erklären. Endlich kriege ich mal Klamotten. Und nee, jetzt gleich laufe ich in den falschen Raum und werde doch hier nicht Novize, sondern Rekrut. Was ist deine Aufgabe? Abgesehen davon, dass ich mich um die neuen Freiwilligen kümmere? Ja. Ich bin der Verwalter der Vulkanfestung und damit habe ich mehr als genug zu tun. Brauchst du Hilfe? Nein. Kümmere du dich um deine Ausbildung und deine Prüfungen. Prüfungen? Was für Prüfungen? Jeder Magier wird dich prüfen und das wird schon schwierig genug für dich werden. Gott. Also höre ihnen gut zu und lerne fleißig. Das ist es, was ich von dir erwarte. Danke. Hast du eine Prüfung für mich? Du hast bereits viel für den Orden getan. Es ist nicht notwendig, dass ich dich prüfe. Aber ich musste doch all die Sachen für den Orden machen, damit ich die Empfehlung bekomme, um Magier zu werden. Links nebenan, ja. Hier. Okay, also hier gehe ich rein für Rekrut. Aber nee, das ist Taylor. Hat er nicht links in den Raum gesagt? Bruno. Bestimmt habe ich es jetzt in meinem Kopf verwechselt. Oder von ihm aus halt, weil er so rumstand. Ich soll mich bei dir melden. Ah, du bist der Neue, was? Ich bin Taylor. Meister Pallas hat bestimmt schon mit dir gesprochen, was? Ja, er sagt, du hättest was für mich. Hier ist deine Robe. Trage sie mit Stolz, denn sie zeigt deine Verbundenheit zur Vulkanfestung und zur Magie. Novizenrock erhalten. Bin ich. Was passiert jetzt? Ist das alles? Nein. Jeder neue Novize bekommt noch eine Karte der Festung, damit er sich nicht verirrt. Krass. Ich kriege hier immer überall Karten, ohne was dafür zu tun oder ähnliches. Bist du freiwillig hier? Wie man's nimmt. Naja, das Essen ist besser als im Knast. Und hier habe ich was zu tun. Den Steinboden fegen? Unter anderem, ja. Wir teilen uns die Arbeit. Den Magiern ist es egal, wer die Arbeit macht. Hauptsache, sie wird gemacht. Wenn du willst, kann ich dir auch deine Kammer zeigen. Ja, wäre schon gut. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Ich komme schon wieder hier nicht raus. Och nö. Wer ist Meister Ignatius?
Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. Ich will mir nicht alles anschauen. Ich will wissen, wo hier der Geheimgang ist, wenn es hier auch einen gibt. Die Schafenstadt hatte auch einen. Ich habe gedacht, dadurch, dass wir schon so krass sind und Meister Pallas keine Aufgaben für uns hat, kann ich halt auch mal nach draußen gehen. Auch während der Grundausbildung. Zeig mir meine Kammer. Dann folge mir. Na klar. Was ist das hier? Ach, das ist hier so blöd gemacht, ne? Warte! Komm weiter! Ja. Ha! Ein neuer Rekrut! Gott. Warum trägst du nicht den Rock der Truppe? Ich habe mich für den Weg der Magie entschieden. Hört euch das an! Er hat sich für den Weg der Magie entschieden. Glaub ja nicht, dass du deshalb was Besseres bist. Doch. Du besorgst dir jetzt einen Stab und dann schwingst du deinen Arsch wieder zu mir. Nein. Ich habe keinen Bock auf den und ich wollte gerade sagen, die Lichtverhältnisse sind bei ihm gerade so krass wie bei Gothic 3. Warum soll ich mir einen Stab besorgen? Weil du mir zeigen wirst, ob du überhaupt in der Lage bist, einen Stab richtig zu halten. Nö. Wobei ich befürchte, dass du keine Ahnung vom Stabkampf hast. Und deshalb wirst du trainieren. Jeden Tag, wenn es sein muss. Bis ich mit dir zufrieden bin. Mag ihn nicht. Wer bist du? Ich bin Bronco. Für dich Meister Bronco. Ich bin hier, um aus Bronco. Euch Waschweibern echte Kerle zu machen. Und es gibt keine Ausnahme. Auch nicht für angehende Magier? Erst recht nicht für angehende Magier. Ich würde mal sagen, er war mit einer Person zusammen, die den Weg des Magiers gegangen ist und wurde dann einfach absolviert und deshalb hat er so einen Groll auf Magier. Bin Meister Bronco? Mann, ich dachte, das wäre so wie mit Gerbrand. Okay. Aber du trägst selber keinen Stab. Du bist ein Schlauberger, was? Ja. Ich bin ja auch nicht hier, um zu trainieren, sondern um aufzupassen, dass ihr trainiert. Niemand ist besser dafür geeignet, auf einen Haufen Verbrecher aufzupassen, als ich. Die trainieren hier alle mit dem Stäbchen. Ich soll hier trainieren, aber musst mir doch erstmal zeigen, ob ich in der Lage bin, überhaupt ein Stäbchen zu halten. Der widerspricht sich, ne? Erst jetzt fangen wir erstmal hier richtig die Diskussion an. Wo bekomme ich einen Stab? Das musst du schon alleine rausfinden. Oder bist du zu blöd dafür? Quasi. Ach so, okay, ich nehme das natürlich ohne Meister Bronco, weil ich mag ihn nicht. Ich bin sofort wieder da. Das heißt, ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Nö. Wie auch immer. Na warte, Bursche. Du hast wohl noch nicht kapiert, wie das hier läuft. Aber keine Sorge, ich werde dir schon den nötigen Respekt beibringen. Ich dachte jetzt, er verprügelt mich. Ich habe ja auch wieder volles Leben, oh, plötzlich. Was kann eigentlich die Robe? Ein bisschen Schutz ist da. Aber eigentlich ist es nur ein Mantel oder Kimono. Keine Robe. Ich will hier ein richtig schickes Kleidchen. Och Gott, ich hätte doch nicht Magier werden sollen. Ich habe hier noch niemanden mit einem coolen Kleidchen gesehen. Für mich gibt es auch nur ein cooles Kleidchen hier. Also nicht hier, aber... Shit, ich hätte zu den Banditen gehen sollen. Sorry. Ihr wisst, das ist wichtig, wie das Kleidchen aussieht. Kleidchen, nicht Robe. Tja, das hier ist der Trainingsplatz. Ach. Hier scheucht Bronco die Neulinge rum. Aha. Wenn du die Grundausbildung absolviert hast, wird Meister Vitus deine weitere Ausbildung vornehmen. Also stell dich gut mit Bronco und du bist hier schnell durch. Lass uns lieber weitergehen, sonst denken die anderen noch, wir hätten nichts zu tun. Deine Schlafkammer teilst du dir mit Hemla. Komm, ich zeig dir, wo sie ist. Ich würde mal sagen, ich werde sehr viel Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen, weil ich und Bronco hatten jetzt nicht den besten Start. Vitus hier. Mhm. Auf geht's! Ich weiß ja nicht, ich will ein hübsches... Eine hübsche Grube, ja. Ne? Mit Helma. Schon nicht mehr den Namen gehört. Teile ich meine... Du,
Den, was ist los? Was ist das denn? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Ich wollte gerade fragen, wer ist das denn? Was hat er denn? Das ist der Mendoza. Ach, egal. Der hat eine... Also ihm fehlt auf jeden Fall ein Arm. Das ist erst ein Alter, was hat... Also ein Cyberpunk-Arm, weil wer weiß, was da noch alles rauskommt. Ein paar Mantis-Klingen. Und den alles durchdringenden Blick eventuell. Ich soll hier schlafen. Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Nee. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Fängt ja schon gut an. Hemmler, nicht Hemmler. Ich habe doch ein Einzelzimmer. Schön. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ja. Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Bist du dir der ganz sicher? Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Aha. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Verstanden. Wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Du weißt, was zu tun ist. Kümmere dich darum, Novize. Also er ist scheinbar ein Magier. Mit einem Equipmentarm. Okay. Nun, das ist deine Kammer. Danke. Ich muss dringend noch was fegen, also du kommst schon zurecht. Und der Typ, der da drin liegt? Hallo? Woher bekomme ich einen Stab? Geh zu Carlson, dem Schmied. Er verwaltet und wartet alle Waffen. Carlson, klar. Küchenmesser. Mit diesem Messer wurde der Rekrut Hemmler ermordet. Also wenigstens bekomme ich schnell wieder hier ein Einzelzimmer. Ist das meine Kiste? Was ich hier reinpacken kann, was ich möchte. Obwohl, ich kann ja mein Inventar vollpacken, theoretisch. Aber ich nehme an. Ich nehme das mal mit. Ah, 1 von 3 den Tatort untersuchen. Okay, wird eigentlich... Ich bin im Fall schon gehen, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich untersuche mal das Messer. Deshalb, das wollte ich gerade machen. Nimm das Geldbeutel, aha. 2 von 3 Tatort untersuchen. Ah, gut, ich wollte jetzt zwar nicht schon das nächste hier machen. Kleines Krautpaket. Besser folgt den Tatort untersuchen. Jo. Habe ich dann schon mal gemacht, das ist ja alles gar kein Problem. Training dann, Stab holen, berichten, was ich hier beim Tatort gesehen habe. Mache ich natürlich alles erstmal nach einem kleinen Nickerchen. War schon alles zu viel. Alles zu viel. Und ich würde sagen, es war mehr ein inneres Blumenpflücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.